Servus, grüßt euch, ein ganz herzliches Grüß Gott. DJ Nick auf Kanal 4000 heißt euch willkommen und natürlich auch der Graf Nick von München. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen Brotzeit zurechtgestellt, denn es wird wirklich spannend. Wir haben ja das letzte Mal schon die ersten Vorbereitungen getroffen und haben, naja, wie soll ich sagen, die Übernahme Geisenhausens ein bisschen in die Wege geleitet, denn wir sind auf diese Steuereinnahmen scharf. Ich bin eigentlich gar nicht so sehr auf den Grafentitel scharf, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich will diese Steuereinnahmen haben. Wir sind ein guter Kaufmann, wir wollen uns bereichern in gewisser Weise und deswegen haben wir hier unseren Suffraganbischof hingeschickt und haben angefangen, hier den Anspruch zu fingieren. Das wird jetzt ein bisschen dauern, bis der zurechtgekommen ist, unser Bischof. Währenddessen haben wir das Komplott gegen ihn auch noch laufen. Und wir hoffen, dass das klappt. Auf der anderen Seite haben wir, ich weiß nicht, ihr habt es ja hoffentlich mitbekommen, haben wir den Graf Arnold von Augsburg schon mal auf unsere Seite gezogen. Und wir werden jetzt noch einen zweiten Kniff uns erlauben, beziehungsweise anwenden, einen richtig cleveren strategischen Kniff werden wir jetzt noch machen, denn der gute Graf Dietrich ist mit dem Graf Diepold von Passau verbandelt. Und das heißt, dass der den natürlich, sollte es soweit sein, den in den Krieg rufen wird. Und das Ganze werden wir jetzt ganz clever untergraben, indem wir den ältesten Sohn, also auch den Nachfahren, also den Haupterben, da haben wir, von Passau, den Diepold, ah, der heißt auch wieder Vater, genau wie bei uns, also den Diepold, den zweiten, Diepold Junior, so nenne ich das, der Diepold Junior, wir werden den Diepold Junior verloben mit unserer ältesten Tochter, nämlich mit unserer Eva, die sind fast gleich alt, das passt wunderbar, und damit denke ich, ich hoffe es, wird der gute Diepold dann sagen, wenn der Dietrich ihn ruft, hey Diepold Dietrich, wenn der Dietrich ihn ruft, wird der Diepold sagen, sorry, mein Guter, das geht leider nicht, weil mit dem Grafen von München habe ich auch einen Deal, das musst du irgendwie selber machen. Einen anderen Verbündeten hat der Dietrich nicht. Und dann hoffe ich, wenn wir den Arnold eventuell dazu rufen, wenn wir den denn dann überhaupt brauchen, denn der Witz ist nämlich, er hat selbst nur, der gute Dietrich aus dem Hause Katlenburg hat selbst nur 279 Soldaten. Er hat zwar 5 Ritter, wir wissen nicht, wie schwer. Er hat 279 Soldaten und 200 Pikoniere. Also das ist alles. Und wenn der also praktisch, wie wir hier sehen, den Verbündeten, der hat 251, nicht dazu rufen kann, könnte es sogar sein, dass wir den Dietrich von ganz allein niederringen und wir den Arnold gar nicht brauchen, beziehungsweise den so als, naja, Faustpfand in der Hinterhand halten können. Vielleicht ihn zum Belagern rufen. Ein Krieg geht immer so, oder eine kriegerische Auseinandersetzung geht eigentlich hauptsächlich so, dass wir zuerst eine Schlacht haben gegen seine Krieger. Und wenn wir die Schlacht gewonnen haben, müssen wir eben seine Stadt belagern. Und irgendwann haben wir dann die 100% Kriegsphase erreicht und dann können wir die Einigung anbieten. Das werden wir jetzt dann gleich sehen, wenn wir es denn dann machen. Ich lasse die Zeit also jetzt weiterlaufen, damit auch unsere Fingierung weiterläuft. Und wir werden jetzt mal, ja, was anderes haben wir irgendwas anderes zum Tor im Moment? Nein. Wir müssen dann auch noch unsere Magnonellen auf die Füße stellen. Ich würde sogar sagen, das machen wir jetzt gleich. Also wir brauchen Kriegsvolk und zum Belagern brauchen wir auch hier diese ganz coolen Mangonellen. Mangonellen nennt man das so. Mangonellen, genau. Mangonellen. Und die werden wir jetzt ausheben. Die kosten auch Gott sei Dank nicht so viel, nämlich 0,09 bei Nicht-Aushebung. Das ist überschaubar und können wir uns leisten. Gut. Da haben wir sie. Die wird dann aufgewertet auf 10 Ritter, ausgezeichnet. Und wir werden stärker sozusagen. Und jetzt machen wir den Deal und schauen wir mal, ob das klappt mit dem Graf Diepold. Also, jetzt schauen wir mal. Heirat arrangieren. Nämlich. Moment, ich mache mal kurz Pause, damit wir das in Ruhe machen können. Also, unsere älteste Tochter Eva. Mit dem, was wollten wir von einem?
Dietpold. Ganz genau. Na, mit den alten Männern nicht. Mit dem Dietpold. So, das ist doch super. Die sind fast gleich alt. Ach, die mögen sie bestimmt gern. Matrilinear, ja gut, nimmt er natürlich nicht aus, war zu erwarten. Druckmittel haben wir keins. Brauchen wir auch nicht. Ja, dann schicken wir das jetzt mal ab und gleichzeitig schauen wir mal ganz kurz da rein. Da können wir jetzt unsere Zentralisierung, das machen wir jetzt auch gleich und wir werden wieder ein bisschen mehr Geld verdienen. Sehr schön, was kommt denn da als nächstes? Beliebte Galionsfigur. Volksmeinung plus 50. Oh ja, das ist immer gut. Wenn die Leute im Not sind, sind wir auf unsere Leute angewiesen. Und wenn die uns gut finden, ist natürlich super. Dann unterstützen die eventuell auch den Krieg. Sowas haben wir immer gerne. Wir könnten natürlich auch in Wolfratshausen den guten Bürgermeister Rüdiger mal ein bisschen unterstützen mit dem Bauen, damit der mal irgendwas baut. Aber da haben wir jetzt nicht nur Geld dazu. Okay, dann warten wir es mal ab. Und wir werden sowieso, das dauert jetzt eh schon, der Anspruch. Und wir werden sowieso den Winter noch abwarten im Glück. Also, meine Lieben, ja, es passt genau in diese Folge. Das wird spannend. Zum Ersten. So, Schritt 1 haben wir geschafft. Also, an den Reizer nicht allzu gern nehme ich das vorgeschlagene Verlöbnis an. Sehr schön. Und damit sind wir auch mit dem guten Dietpold in Passau verbandelt. Müsste jetzt hier stehen. Jawohl. Und davon gehe ich jetzt da aus, dass der gute Dietrich den nicht mehr in den Krieg rufen kann. Genau. Und jetzt müssen wir nur noch abwarten, zum einen die Ansprüche und zum anderen bin ich gespannt, ob das mit dem Komplott jetzt hoffentlich, drückt die Daumen jetzt ganz, ganz fest, dass das jetzt klappt, dass der mal ein bisschen positiv beeinflusst ist. Das liegt mir schwer im Magen. Dieser Suffraganbischof, weil den kann man echt brauchen und der hat auch nur Aufgebote. Ach, es hat wieder nicht geklappt und wir kriegen schon wieder 20 Anspannungen. Mei, oh mei, das ist natürlich blöd. Aber das hilft nichts, da müsste man einfach drauf bleiben. Das ist ärgerlich. Aber anders geht's nicht. Anders geht's einfach nicht. Dann muss das weiterlaufen und wir schauen, ob es klappt. Jetzt weiß ich nicht, jetzt werden wir wahrscheinlich dieses Jahr, Mai ist jetzt schon, das wird jetzt auch mit dem Anspruch nicht mehr klappen, da werden wir vielleicht noch den Winter abwarten müssen. Währenddessen schauen wir jetzt einmal, ob wir könnten auch noch ein neues Besitztum aufmachen in unserer Grafschaft. Das würde übrigens auch noch gehen. Denn in Arheim, in der Baronie Arheim, da steht noch nichts und da könnten wir ein neues Besitztum errichten. Zum Beispiel eine weitere Burg. Achso, wir könnten also nur eine Burg, was schreibt er denn da? Eine Feste, die von ihren Anlagen her nicht nur eine ehrbare Adelsfamilie beherbergt, sondern auch angrenzende Siedlungen in den Ackerland unterstützen, schützen soll, ja. Achso, in dieser Grafschaft muss erst ein Tempel errichtet werden, verstehe. Und das kostet so viel Geld, dass wir gar nicht haben. Na gut, dann gibt es keinen Tempel. Nein. Wir sind ja gerade dabei, Skate beieinander zu halten. Wenn wir mal die eine oder andere Grafschaft haben und unsere Einnahmen steigen, dann kann man sich das wirklich überlegen. Aber so wird das nicht klappen. Ja, und der nächste Winter kommt schon. Also es wird immer spannender. Ich bin echt gespannt, ob das klappt. Ob unser Schachzug, unser cleverer, mit dem guten und ob sich der gute Dietpold, also der eine heißt Dietpold und der andere heißt Dietrich, ja. Ob sie der da wirklich dann raushält. Also davon gehe ich aber schon wirklich aus. So, also, die Gemeinde Figin, da brauchen wir jetzt auch noch Geld, das kostet auch nochmal Geld. Ah, und, ah ja, sehr schön, okay. Und unsere Frau ist schon wieder schwanger, ja, da schon her. Ist die wunderbar, also, sehr super. Sehr gebärfreudig, ja, ich weiß genau, woran das liegt. Ihr wisst das auch, oder? Freilich wisst das. Ihr wisst das genau, an was das liegt. Genau, das liegt an unserem Horn der Sorgengestalt. Ja, freilich 15% mehr Fruchtbarkeit. Bedeutet zwar nicht eigentlich, dass die Christine mehr fruchtbar ist, aber für uns bedeutet das eben das schon. Ist doch saugut, oder? Also, freuen wir uns doch. Die Dynastie Luitpold wächst und wächst. Es ist herrlich. So, und jetzt ist es soweit. Da macht er gleich von selber Stopp, weil das spannend ist. Seid gegrüßt, Graf Nick von München. Ich habe sowohl alte als auch weniger glaubwürdige Dokumente durchgesehen.
Endlich habe ich genug Material zusammen, um euch überzeugend vortragen zu können, dass ihr der rechtmäßige Fürst von der Grafschaft Geisenhausen seid. Also der Graf halt, gell? Sehr schön. Aha, und so wie das da ausschaut, das ist ja spannend. Bringt meinen Anspruch auf Geisenhausen vor. Ja, ganz Bayern wird mir gehören. Ihr verliert 217 Gold und wir bekommen sogar den Anspruch auf das komplette Herzogtum. Heuiui. Aber das wollen wir ja gar nicht. Weil das würde ja auch bedeuten, wir müssten uns kriegerisch, ich schiebe das mal weg kurz, wir müssten uns kriegerisch gegen den Herzog durchsetzen und da können wir mehr. Ja, also Entschuldigung, dass ich diesen Ausdruck jetzt verwende, aber da haben wir deutlich unseren noch zu weit unten. Na, das machen wir jetzt nicht. Also das ist so sehr mit das natürlich jetzt ja, heieiei, das ist natürlich schon sehr, ja, wie soll ich da jetzt sagen, gell? Heieiei, ja gut, da muss ich erst einmal ein Bier drauf trinken. Nein, unseren Anspruch auf Geisenhausen, das kostet 93 Gold. Der Graf Trittich kriegt eine schlechte Meinung von uns, was ja irgendwie logisch ist, weil der sagt ja, hey, wie bist denn du drauf? Das geht ja so gleich gar nicht. Und wir müssten jetzt eigentlich, jetzt schauen wir mal, da ist er. Wir haben den Anspruch auf Geisenhausen. Jawohl, und jetzt werden wir den Winter abwarten. Wir haben auch noch genug Geld, um eventuell Söldner ranzuholen. Die Spannung steigt, meine Lieben. Wir warten, bis der Schnee weg ist und dann werden wir mal schauen. Dann werden wir dem Graf Dietrich den Krieg erklären. Können wir dem eigentlich, da muss ich jetzt auch noch mal was schauen, nein, also eine Vassalisierung können wir ihm nicht anbieten. Das finde ich sehr schade, das ist leider in diesem Spiel nicht implementiert, dass man sozusagen dieser Grafschaft jetzt nochmal die Chance gibt und sagt, hey, pass auf, machen wir keinen Krieg. Sondern du ortest dich unter und wir können es alle ohne Krieg schaffen. Nein, es geht nur auf Krieg. Das ist halt leider in einem Strategiespiel so. Da sind die Möglichkeiten leider überschaubar. So, und wir haben April. Da unten, was ist da los? Krieg um Anspruch von Prinz Lambert auf das Königreich von Ungarn. Okay, also da ist wieder unser Krieg meines Lehnsherrn. Das ist bestimmt der Kaiser, der sich da wieder irgendwo einmischt. Kratzt uns jetzt gar nicht. Denn wir werden jetzt tatsächlich, ich hoffe, ihr seid mit Spannung dabei, weil jetzt ist nämlich soweit, den Graf Dietrich den Krieg erklären. Und wir haben, wie ihr seht, das sind unsere Verbündeten. Warum die zwar jetzt nicht dabei sind, weiß ich nicht, aber okay, wir haben den Arnold auf unserer Seite und zwar geht es um unsere Ansprüche, wenn denn auch fingiert. Habt ihr jetzt nicht gehört, gell? Das habt ihr jetzt klassisch überhört. Und werden ihm den Krieg erklären. So schaut es nämlich aus. So. Und jetzt werde ich erst einmal nach Luft schnappen und werde sagen, ja, so ein Kreuz, ich kann ja... Die Musik wird dramatisch, ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ihr könnt es mitnehmen. Und jetzt wird der Dietrich sagen, ja, scheiße, ich kann ja da überhaupt gar nicht in den Krieg rufen. Und wir werden unsere Soldaten ausheben. Sodala. Und er hat 594. Ich möchte wissen, wo er die her hat. Und das bedeutet für uns aber, wir werden auf alle Fälle den Graf Arnold in den Krieg rufen. Und plus eins stimmt dazu. Er hätte ablehnen können. Wahrscheinlich, weil er keine so gute Meinung von uns hat. Aber trotzdem. Mein Freund, wir haben ein Bündnis. Also schau mal schön, dass du damit dazukommst. Und natürlich werde ich mich euch in diesem Krieg anschließen. Unsere Gegner werden lernen, die Männer von Augsburg zu fürchten. Ausgezeichnet. Sehr gut. Und jetzt ist nur die Frage, da kommt er mit seinen 1300 Mann. Und wie ihr hier seht, die gute Armee von Geisenhausen nimmt Reis aus. Und unsere Armee steht hier und wir werden jetzt mal hier rüber wandern. So, also jetzt geht ein Krieg los. Jetzt zeige ich euch das ganz kurz einmal in Ruhe. Hier ist unsere Armee, da können wir eigentlich alle Informationen unserer Armee hier nochmal einschauen.
und gegebenenfalls irgendwelche Befehle von wegen Aufteilen und so weiter treffen. Also wir haben Magnonellen, wir haben 5 Ritter, 10 Fußvolk und dann eben insgesamt sind es 449. Und unser Befehlshaber, der Bürgermeister Rüdiger, führt das Ganze an. Und wir rücken vor auf die Baronie Geisenhausen und werden das jetzt belagern. Hier unten müsste unser Kriegszustand stehen. Hier sehen wir die genauen Informationen. Wir haben Verbündete. Er unglücklicherweise hat keinen Verbündeten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er das während dem Krieg noch tun kann, aber falls ja, haben wir auch noch Geld, um eventuell auch noch Söldner zu holen. Jetzt steht hier, ich baue jetzt gerade zur Stadt, weil jetzt steht hier, wir können den Diepold als Verbündeten rufen. Wir können es uns ja mal anschauen. Jetzt schaue ich mal schnell. Hat der, also er hat den Verbund noch. Was ist da? Wer überwert da gerade von wo überfallen? Ah, okay. Und der Dietpold, also wir könnten den Dietpold jetzt mal fragen. Das kann man ja eigentlich, bevor man es auch macht, in den Krieg rufen. Aber er wird eben nicht annehmen. Und genau das Gleiche wird er auch vom Dietrich zu hören, wird er auch dem Dietrich sagen, der sagt, nee, passt mal auf, ihr zwei Burschen. Ich habe mit beiden ein Bündnis, macht ihr das mal schön lor aus. Also lasst mal so mal weiterlaufen. Ja, Arnold. Okay, er greift also nicht die Armee an, sondern beteiligt sich mit uns an der Belagerung. Ob ich das jetzt richtig gesehen habe. Okay, okay. Und da kommt jetzt der ersten, zum ersten Scharmützel. Und wir haben eine neue Tochter. Ist es nicht wunderbar? Mann, 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 gerade in dieser Phase. Aber für die Familie muss auch Zeit sein. Wir selbst sind ja, soviel ich weiß, nicht im Krieg vor Ort. Das überlassen wir schon unseren guten Leuten. Wir schauen uns den Bildschirm unten in der unteren Hälfte jetzt gleich mal an. Aber natürlich, mit dem Kind in den Armen schaut Gräfin Christine zu mir auf, erhobenen Hauptes und mit Stolz im Blick. Wir haben schon wieder eine neue Tochter. Ist es nicht toll. Aber an Maria, das ist zwar ein netter Vorschlag, meine Liebe, aber eine Maria haben wir ja schon, zwei Marias geht nicht, weil sonst kenne ich mich nicht mehr aus mit die Dichter. Eigentlich hatte ich einen anderen Namen im Sinn und zwar, ja, wir wollten uns ja immer so ein bisschen an die Bibel halten. Jetzt schauen wir mal, was er sonst noch fand. Joan nennt unbedingt da sie auch nicht. Anna. Ja, Anna, Magdalena wäre auch gut. Anna, ja, Anna ist doch in Ordnung. Viel besser. Anna. Anna, unsere dritte Tochter. Herrlich. Okay, Moment. Aha. Und wie ich hier sehe, und ihr seht es auch, dieser kleine, miese, hätte ich beinahe gesagt, Dietpold fällt uns in den Rücken und hat sich tatsächlich angeschlossen. Und zwar nicht uns, sondern dem Dietrich von Geisenhausen. Dieser kleine Verräter. Jetzt war mir aber beinahe was rausgerutscht. Okay. Aber wie wir hier sehen, also wir können jetzt mal, ich habe jetzt Stopp gemacht, wir können das unten verfolgen. Also da kämpft ein Arnold mit 1700 Soldaten jetzt hier gegen den Dietrich. Den Dietpold plus 16, das sind immer die momentanen Scharmützel, wie soll man da jetzt sagen, das Momentum, wie das gerade so ein bisschen steht. Meine, der gute Arnold hat 10 Ritter, der gute Dietpold nur 5 und der hat natürlich mehr Soldaten. Also ganz klar, das Momentum liegt auf unserem Arnold. Und dann schauen wir uns das jetzt mal an, wie das weitergeht. Unser Ritter konnte Gott die Raponen verwunden, sehr gut. Und wie ihr schon seht, ja, das läuft wunderbar und der wird die Schlacht bitter verlieren. Und wir haben diese Schlacht gewonnen. Die ihr seht jetzt auch, ich mache es einmal ganz kurz jetzt auf die niedrigste Stufe, dass ihr das ein bisschen verfolgen könnt. Ich mache nochmal kurz Stopp, denn zuerst wichtig, bevor wir uns da gleich wieder um den Krieg kümmern, jetzt passiert gerade viel auf einmal, sorry, aber das ist natürlich wichtig. Wir haben unseren Suffraganbischof beeinflusst, sehr gut, das soll so weitergehen. Wunderbar, wir haben es sogar ohne seine Truppen geschafft.
Wie ihr seht, die ziehen jetzt erst einmal ab, beleidigt wird die Leberwurst, lassen sie einen Kopf hängen, schön, und schleichen sie erstmal. Und währenddessen greifen wir zusammen mit dem Arnold, machen wir hier die Belagerung. Und auch da kann man schauen, wie es mit der Belagerung also im Moment ausschaut. Das ist jetzt der Belagerungsbildschirm, also die Belagerung von Geisenhausen schaut im Moment eben aus. Das läuft immer weiter wie so ein Ladebildschirm. Wir sind 1687 Soldaten, es stehen 800 auf der anderen Seite. Das ist verdammt viel. Und hier passieren, ja, mei, wie es bei einer Belagerung so ist, passieren halt immer wieder mal so Zufälligkeiten oder wie auch immer. Oder die haben zum Beispiel jetzt hier also entkräftet und die haben keine Vorräte mehr. Da schaut es dann zappenduster aus. Also im Moment läuft alles zu unseren Gunsten. Der Kriegswert, den sehen wir hier rechts unten, ist im Moment Kriegspunkte 25%, nehme ich durch die gewonnene Schlacht. Und jetzt lassen wir das mal weiterlaufen und führen die Belagerung einfach fort, schalten wieder aufs normale Tempo. Ich bin ganz aufgeregt, weil das ist natürlich schon wichtig. Okay, Gräfin, super architektonische Perspektive. Ja, das Druck geht's mir weg. Ich hoffe, du bist meine Best. Hast gut gemacht. Und schauen jetzt einmal, wie es mit der Belagerung läuft. Und normalerweise sollte, wenn wir die Belagerung siegreich haben, sollte eigentlich auch das gleich auf 100% springen. Ihr seht an diesem Bildschirm jetzt, also das sind 419 Leute von uns und 1200 vom Dietrich. So, jetzt haben sie die ein bisschen erholt und weiß ich nicht, ob sie die tatsächlich trauen, nochmal einen Angriff zu machen. Okay, der Heinrich, der unser Kaiser greift, und tatsächlich, der, trotz seiner 300 Soldaten, stürzt sich der in die Schlacht, die nächste Schlacht von Geisenhausen. Er verliert sie natürlich jämmerlich, das war ja fast abzusehen. Und auch der Dietrich kommt hier mit seiner Armee nochmal. Es ist, ich komme vor wie ein Sportmoderator. Moment einmal, Pause. Sonst wird mir das jetzt zu viel. Wir haben, denn jetzt was Wichtiges ist passiert und leider war die Einblendung nur so kurz. Und ist jetzt dann gleich wieder weggegangen. Also wie das immer sein kann, dass diese wichtige Einblendung so kurz immer ist, das ist faszinierend. Aber weil der Krieg ist entschieden. Jetzt wird er sagen, ja, hey, Moment einmal. Also da tobt ja gerade eine Schlacht. Ja, die tobt tatsächlich nur. Ich glaube sogar, die müssen wir abwarten. Aber diese kurze, schnelle Einmeldung, wir haben es geschafft, den Graf Dietrich gefangen zu nehmen. Da sieht man es. Er sitzt in unserem Kerker und damit, und ihr seht es hier, ist die Kriegspunkte auf 100% geschossen. Das heißt, der Krieg ist eigentlich erledigt. Ich drücke jetzt mal, ich weiß jetzt nicht, die Schlacht, glaube ich, muss noch zu Ende geführt werden. So, jetzt ist diese Schlacht zu Ende und wir können hier in gewisser Weise den Krieg beenden. Also, Der münchnerische Anspruch auf die Grafschaft von Geisenhausen seit dem Beginn des Krieges, 7 Monate hat der Krieg gedauert, wir haben die 100 Punkte erhalten, den umkämpften Titel. Unter anderem die Grafschaft von Geisenhausen und das Bistum von Erding. Ja, okay, ist ja eigentlich logisch, dass Erding zu München gehört. Gell? Dadurch erhalten wir ein paar Sachen hier und ja, der Dietrich dementsprechend minus. Und wir können die Forderung erzwingen. Und damit an den ekelhaften Nick, mögen euch die Säfte beleidigen Leib austrocknen, ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedacht hätte. Um dieses Blutvergießen ein Ende zu setzen, werde ich euren Forderungen nachgeben. Okay, es ist jetzt ein bisschen arg dramatisch, aber okay, gut, so sei es. Und damit, und ihr seht es, die blauen Linien sind erweitert, haben wir auch den Grafentitel von Geisenhausen erobert und müsste jetzt hier, jawohl, hier steht er und wir sind jetzt neben Graf von München auch noch Graf von Geisenhausen. Später übrigens werden diese beiden Titel an unsere beiden Söhne gehen und da wir der Haupterbe ja nix sind, werden wir dann wieder nur eine Grafschaft haben, aber das kratzt uns jetzt im Moment nur überhaupt nicht. Super. Und damit werden jetzt auch gleich die Steuereinnahmen. Also, ja, herrlich. Also, ist spannend bis in den letzten Moment. Wir lösen unsere kompletten Streitkräfte jetzt einmal auf, beziehungsweise die holen wir jetzt erst einmal zurück. So, da la, wo sind die alle? Da sind sie alle. Normalerweise bietet er das immer an, aber weil unser Kaiser immer auch so Tralafala macht, können wir die jetzt so nicht auflösen, sondern die müssen wir eben anders auflösen.
Und zwar hier, Ami, auflösen, wir lösen alles auf. Und ich denke auch, ja, der, ich finde jetzt die vom Arnold gar nicht, das geht, glaube ich, automatisch. Der Arnold sagt, oh, alles klar, fahren wir wieder heim. Jungs, packt zusammen. Hat sich erledigt, wir haben gewonnen, haben unseren Spezi-Golfer ausgezeichnet. Und damit gibt es auch ein Friedensabkommen mit denen. Und wir haben einen Waffenstillstand. Okay, der müsste eigentlich hier auch stehen, aber Überfall von Kaspar Lutitia. Okay, das ist wieder irgendeine kaiserliche, nicht so Kaspar von Lutitia, irgendeine kaiserliche Geschichte. Ich glaube, das muss uns jetzt nicht so kratzen. Kennen die es eigentlich? Graf Otto. Ah. Aha. Okay. Ah, war's da fällig. Und da habe ich schon noch einen gesehen. Nämlich hier der Graf Heinrich, der hat nämlich auch überhaupt keine Soldaten. Okay, aber jetzt einmal eins am anderen. Also, wir freuen uns, die Freude ist groß. Ich lasse mal ein bisschen laufen noch, damit sich alles ein bisschen erholt nach diesem Krieg. Wir freuen uns, wir haben es geschafft. Spannende Folge. Wir haben zwei Grafschaften. Unsere Steuereinnahmen steigen zwar nicht steil, aber immerhin an. Hier wird nochmal, unsere ganzen Siege sind hier nochmal dokumentiert. Und ja, niedrige Gemeindekontrolle in Geisenhausen. Damit werden wir uns das nächste Mal beschäftigen. Das war's für diese Folge. Ihr seht es, die sind natürlich jetzt erst einmal ein bisschen bockig, die Geisenhausen, weil sie sagen, ja, Moment einmal, neuer Chef und so weiter. Also so schnell geht's ja auch nicht. Doch, so schnell geht's. Da werden wir ein bisschen was machen, da kann man auch ein bisschen was machen. Und genau das machen wir aber beim nächsten Mal. Super Folge, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ihr wart dabei, es war ja echt fast, ja, also... Ich bin ganz geschafft. Jetzt muss ich mal wirklich erst einmal irgendwas zum Trinken einschenken. Schön, dass ihr dabei wart. Herzlichen Dank. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Es geht natürlich spannend weiter. Bis zum nächsten Mal. Mehr gibt es nicht zum Sagen. Danke, Servus, euer DJ Nick auf Kanal 4000. Ciao.